So, herzlich willkommen, Glück auf zum zweiten Video, beziehungsweise zum zweiten Part des ersten Buchs. Hier geht es um die Weltkarte, die sich daraus ergibt, wie wir im ersten Video gesehen haben, aus dem Mond, der das Spiegelbild der Erde darstellen muss, ergibt sich die Weltkarte folgendermaßen. Und wie gesagt, es ist von dem Griechen gemacht, ich habe seinen Namen nicht. Das Runterladen dieser Bücher gestaltet sich auch als etwas kompliziert, da er auf Nummer sicher geht, ist es auf einer, ja, auf einem Musikdienst hinterlegt. Dort kann man das runterladen. Vielleicht finde ich es bei Gelegenheit nochmal und werde euch den Link zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich so mit dem letzten Video, denke ich. Ja, kommen wir zur Weltkarte. Hier sehen wir schon die roten Streifen. Das ist unsere sichtbare Welt. Hier haben wir die Kontinente, die für uns nicht erreichbar sind. Hier ist nämlich der antarktische Kreis hier außen. Und wir haben dann aber auch ein paar Kontinente, die theoretisch be zu bereisen sein müssten. So, ja, da sind wir hier. Sahara-Wüste, Afrika. Gehen wir einfach mal die Weltkarte durch. Hier ist natürlich noch ein bisschen schöner eingezeichnet. Er hat sich echt die Mühe gemacht, da die Länder einzutragen, dann auch die Nord-Süd, Ost-West, also das genau auszurichten. Wie gesagt, dieser Grieche ist meiner Meinung nach ein Genie. Hier haben wir Russland. Ja, ich frage mich immer, bei Russland, ob die das bereits wissen und dass dort als erstes an die Bevölkerung geht, da die doch ein Stück weiter sind, was das angeht. Hier haben wir zum Beispiel den Nordpol, hier haben wir Grönland, ne, Alaska und hier haben wir Hyperborea. Das sind die vier Kontinente um den Nordpol, die auf alten Karten zu sehen sind, aber auf neueren nicht mehr. Da ist dann auch wieder die Frage, sind das wieder verbotene Kontinente, wo man nicht hin kann? Was ist da? Ist da wirklich dieses Loch in der Mitte als Portal, damit man unseren Dom verlassen kann? Wer weiß, alles Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt. Hier sind wir dann auch bei Neuseeland, Australien. Hier ist dann auch der Eiswall. Australien soll ja mal ein Teil der Antarktis gewesen sein. Ja, die Antarktis als Eiswall herum. Ja, dann haben wir hier den einen Kontinent, Lemuria. Und hier sind wir bei Kanada, Mexiko, Brasilien, also quasi Südamerika, Nordamerika. Und solche, das ist auch so eine Sache, die ganzen Kontinente auf der Nordhalbkugel, die sehen alle größer aus auf der Kugel, als sie in Wahrheit sind. Und auf dem Süden ist es umgekehrt. Da muss man sich auch fragen, was bei diesem Globus da überhaupt gemacht wird. Äquator, dann Capricorn und den antarktischen Kreis sozusagen. Ja, das ist dann Terra Vista. Da haben wir Lemuria mit drauf. Ich glaube, Atlantis ist hier. Ist quasi von Afrika nur ein Stück hier rüber, aber nach da geht keiner, da passiert nichts, da gibt es keine Flugrouten, da gibt es keine Schiffsrouten, die fahren alle hier lang, aber das werden wir dann im Buch 2 noch mehr davon erfahren. Ich kann ja mal hier eine Drehung machen, dann sehen wir es vielleicht besser. Genau hier haben wir Atlantis, ihr wisst alle, wir suchen Ewigkeit nach Atlantis, aber das ist genau das Problem, wahrscheinlich wird es versteckt und hier ist der nächste Punkt. Viele werden dann an der Stelle sagen, ne, dann müsste man es doch gefunden haben, man muss dann nur hier rüber. Das ist mir durchaus bewusst, aber so wie ich das gefunden habe, macht das keiner. Also es gibt keinen, der von Afrika einfach mal nach Westen bzw. nach Süden ja, weiter marschiert. Gibt es nicht. Also ja, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Dass das keiner macht. Vielleicht ist da ja auch genauso wie beim antarktischen Zirkel, wenn man da zu nahe kommt, dann wird man vom Militär abgefangen. Vielleicht ist das ja da genauso, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Das müsste mir dann mal jemand sagen, der in Afrika wohnt. Hier ist also Atlantis. Ziemlich nah und doch so weit weg. Na, im Englischen sagt man immer hier hiding in plain sight, also direkt vor in der Öffentlichkeit oder im offenen. Sich verstecken ist immer die beste Variante, um unentdeckt zu bleiben. Ja, hier haben wir Italien, auch den Stiefel. Und man erkennt schon ziemlich deutlich, dass der Mond ein Spiegelbild in irgendeiner Art und Weise sein muss, da viele Inseln wirklich Ähnlichkeit haben. Und natürlich umso kleiner den Teil, den man beobachtet, umso genauer ist es am Ende. Ja, Schwarze Meer, Istanbul, Sofia. Griechenland, es passt hin, es
kommt hin. Dann haben wir hier Deutschland, Polen, Frankreich, Spanien. Es ist alles ja nachvollziehbar. Auch so die Kontinente und die Inseln der einzelnen Kontinente, die Form, das passt gut. Ja, wir gehen ein bisschen einfach die Bilder durch, damit ihr einen Überblick gewinnt über die Karte. Dann haben wir auch die Verbindung, das hier zum Beispiel Gibraltar. Wisst ihr selber, da kann man rüber schauen. Das ist in der Realität zu beobachten und ist auch auf der Karte des Mondes genauso zu sehen. Klar ändert sich die Form ein wenig, aber im Großen und Ganzen bleibt es das Gleiche. Kongo, Gabon, ja, Angola. Es passt ungefähr hin. Wir gehen jetzt immer mehr ins Detail. Hier haben wir auch die Flüsse, die Flussläufe. Ja, es gibt immer welche, die das sozusagen, die Landvermesser. Ich frage mich ja, was die für ein System nutzen. So, hier sind wir wieder bei diesem Hyperborea. Das sind die vier Inseln oder vier Kontinente, die da um den Nordpol sich sammeln. Wie gesagt, auf alten Karten hat man sie oft gesehen, beziehungsweise überall gesehen, und irgendwann sind sie dann einfach verschwunden. Da fragen wir uns ja auch, wie Landmassen verschwinden können. Gehen wir noch nach Australien. Ne, Australien, die Form sieht gut aus. Ne? Sieht fast so aus wie auf der richtigen Karte. Ne? Aber am Ende ist vielleicht das die richtige Karte und die andere ist nicht die richtige. Das werden wir sehen. Aber dadurch, dass es der Mond als Spiegelbild so ein genaues Abbild zur Verfügung stellt, kann man schon fast wirklich davon ausgehen, dass der Mond die Karte widerspiegelt. Es wäre sonst ein ziemlich krasser Zufall, dass so vieles so gleich aussieht. Ja, aber das ist meine Meinung. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich würde trotzdem wissen, wo diese Kontinente hin sind. Vielleicht sind sie ja noch da. So, ja, kommen wir zu den Zeitzonen. Als erstes haben wir natürlich wieder das erste Bild mit den Kreisen und wir kommen jetzt gleich zu den Zeitzonen, die eingetragen sind. Sieht ein bisschen wirr aus, aber scheint hinzuhauen. Ist natürlich auch immer eine Frage des Abbilds. Was man hier sieht, ist die Abbild des Mondes gespiegelt und wieder drauf gesetzt. Aber grundsätzlich die Zeitzonen so hat er sie eingetragen, passen auch, verschiebt sich vielleicht noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sind das die Zeitzonen auf dieser Karte. Hier sieht man auch noch auf der Karte die anderen Kontinente, Terra Vista, die wir nicht sehen, die sind hinter dem Eiswall und da haben wir auch zum Beispiel in den Zeiten 1930 bis 1945 waren ja auch da gewisse Leute auf der Suche nach anderen Kontinenten. Und da gibt es einige Schriften, dass sie unter der Antarktis durchgetaucht sind. Da gibt es sogar eine direkte Anleitung, wie man das mit dem U-Boot macht. Und haben da drüben verschiedene Sachen gefunden, Hinblick Neuschwabenland und so weiter und so fort. Ja, so viel zum zweiten Teil des ersten Buchs und ich sehe euch im nächsten Teil.